Hallo Present. Hallo Timo. Willst du dich in diesem Metronom-Battle vom Flow treiben lassen? Ja, weil der Flow bringt einem Siege, wie wir erfahren haben. Present, du hast genau das gemacht, was ich dir gesagt habe, dass du es nicht machen sollst. Hä, was denn? Also, ich habe zu dir gesagt, lass. Oh ja, stimmt. Lass die. Ja, okay, pass auf. Wir hatten. Ich habe nicht bestimmt. Das ist genau das, was du. Und dann gefragt, machen wir das so. Nein. Habe ich nicht. Meine Mons waren in dieser Aufteilung. Ich habe gefragt, ob du das switchen möchtest. Aber meine Mons waren schon in dieser Aufteilung. Schau nach. Schau nach in unserem Chat. Okay, ich schau jetzt nach. Ja, schau nach. Weil meine Mons waren in der Aufteilung und wir haben Slot 1 und 4 getauscht. Ja, Timo. Okay, Leute. Ich find's noch nicht, warte. Wir haben hier ein nices Schildkröten. Metronom. Battle. Ey, was geht ab? Tatsache. Haben wir auf Schildkröten. Ja, siehst du, ja. Ah, Timo, wolltest du mir schon auch. Hallo, willkommen zu einem Schildkröten-Metronom-Battle. Ey! Hallo, Leute. Ich hatte Lust auf Schildkröten. Und ich wollte eigentlich Arktelas mit reinnehmen und Schlappel. Aber Preston meinte, nein, das will er nicht. Arktelas und Schlappel nehmen. Aber ich sag, ich hatte halt eigentlich Bock auf 8 Vollentwickelte. Und es gibt Chatterra nicht. Und Arktelas kann man auf jeden Fall noch irgendwo sehen. Schlappel natürlich ein bisschen weit hergeholt. Aber, naja, was haltet ihr von Schildkröten? Würdet ihr euch Schildkröten als Haustier holen? Und habt ihr vielleicht sogar Schildkröten als Haustier? Ich kenne Leute, die haben Schildkröten als Haustier. Aber die sind, glaube ich, relativ langweilig. Du schmeißt den Salat hin und dann laufen die einfach nur in ihrem Gehege draußen rum. Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Metronom Battle, ey. Und damit willkommen zu einem Video, in dem man versucht, möglichst auf Schildkröten in kurzer Zeit zu sagen. Was geht ab? Auf jeden Fall. By the way. Also es bin nicht nur ich derjenige, der hier Auge gemacht hat, bezogen auf die genannten Schildkröten. Ja, man kann jetzt da sich natürlich streiten. An die anderen Boys und Girls, mit denen wir darüber geredet haben. Man kann sich da jetzt drum streiten, aber seid ehrlich. Aber Schlappel ist vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Schildkröte. Okay. Eure Hausaufgabe ist es heute, Pokémon rauszusuchen, die Schildkröten ähnlich sind. Also wirklich nicht mal, die müssen nicht Schildkröten sein, so wie Schlappel zum Beispiel. Die auch in Gen 8 verfügbar sind. Chetara und so, ne? Ist ja nicht verfügbar. Richtig. Ihr schreibt jetzt alle Schildkrötenmonster auf. Vielleicht habt ihr auch so 80 Schildkrötenmonster. Dann schreibt die in die Kommentare. Schlappel ist... Potrot ist dein. Ah, stark. Bodycheck. Find ich gut. Oh, nice. Auf Galapa Flores. Let's go. Auf Potrot. Das war sogar Potrot Crit. Ist, by the way, echt eine Schildkröte, weil die Leute sagen, es ist ja ein Schimmel, aber es ist eine Mischung. Also, es basiert ja auf Schimmel und einer deswegen, Schildkröte. Also, alles safe. Deswegen mache ich hier Auge auf jemanden. Aber schauen wir mal, was passiert. Okay, du kriegst jetzt Moment. Mein. Du bekommst meinen Felskern. Und du Nein. kriegst deine Panzerhaut. Ja, Felskern ist super besser. Nice. Ja, safe. Ich meine, du kannst nicht mehr gecrittet werden, was halt eigentlich. Jetzt habe ich so eine coole Fähigkeit. Ja. Jetzt habe ich die coole Fähigkeit. Hat nicht Galapafloss auch Felskern? Oder hat er es noch nicht? Weiß es nicht tatsächlich. Aber was mich tatsächlich. Ja, Magie mal so stark. Was mich tatsächlich ein bisschen traurig macht, ist, dass meine Schildkröten langsamer sind als du. Beide aber auch. Warum ist Shiggy das schnellste Mon überhaupt? Mit Arme mal reden. Schau dir an, hä? Schau dir einen Smash an, wie schnell der ist. Ja, okay, das ist ja echt fast schnell. Eiszeit in den Drops, jetzt bist ja, du noch langsamer. Ja, okay, das ist ja egal, das ist ja so egal. Jo, und es macht ja nicht viel Schaden. Also man du, weiß ja nicht. Also ja, genau, Timo, das wollte ich auch gerade so sagen. Finde ich echt gut, danke für diese Information. Ab und zu denke ich einfach, ich glaube, ich habe verlernt, wie man redet. Ab und zu vielleicht. Mein Mund ist einfach zu langsam, um meine Gedanken auszusprechen. Du denkst was ich sagen zu schnell. Wollte. Oh, Giftspitzen, oh nein, das ist strong. Oh nein, das ist kein Giftmon, oder? Nein, hab ich nicht. Okay, das ist sehr strong. Es sei denn, du bekommst jetzt irgendwie Rapid Spin oder so. Ja, kann ja auch eine Giftschildkröte geben. Ja, vielleicht. Brechpflege. Ich hab doch nur gesagt, ich hab nur Schildkröten. Ja. Bitte auf Karpas, ja, geht fit. Was ich sagen wollte, Felskern macht sehr effektive Attacken schwächer, ne? Ganz genau. Ja, das ist schon sehr geil. Das ist halt echt nice. Deswegen finde ich das ein bisschen cool, was ich aber auch cool finde. Wir greifen uns einfach gefühlt gar nicht an. Überhaupt also, ich habe einfach keinen Bock. Mit schön Nachnehmen. Oh, das ist stark. 50 KP. Uff. Let's go. Ich hab das nehmen wir mit. Ja, okay. Aber was heißt das Beste, was du kriegen kannst? Ich meine, Wasserattacke wäre auch strong gewesen. Ja, natürlich. Turmkick. Uiuiui. Bitte, ja, okay, mach den. Okay, macht halt trotzdem immer guten Schaden. Immer auf den ja, Falschen ja. hier, Alter. Immer auf den Nee, ist ja trotzdem guter Schaden. Galapafloss hat Felskern, ja. Turbofelsen. Ja, okay. Turbofelsen. Ja, natürlich. Ich habe vor, dass du Karpas Turbofelsen bekommen gegen Kurtel. Eieieiei, das hat wehgetan. Boah, das ist ja. Bauch! Oh, der ist glücklicherweise 50%, Alter. Boah, eine Bauch. Ach, hätte ich jetzt nicht, Mann. Dann hätte ich jetzt nicht leben können. Kurtel fühle ich hier gerade nicht so. Na, wieso nicht? Jetzt so ein Surfer und dann fühle ich ihn richtig fahren. Fahren ja, okay. Noch weiter. Ich glaube, minus 3. Du bist bald die langsamsten Schildkröten der Welt. Ich glaube,
Das haben wir schon erreicht. Bizarraum wäre wild. Nee, finde ich jetzt nicht so nice. Du kannst. Oh, wenn du den Bizarraum aufsetzen würdest, das wäre wild. Nein. Metallklaue. Oh, Mist. Hast du dich 95 in den? Ja, 5% Chance zu missen. Schwierig jetzt. Leitteile, nein, oh, mach doch mit Kurtel. Was? Mach doch mit deinem Partner Pokémon. Ich meine, nein. Also Kurtel soll so auf die. Ja, ich meine, ich habe trotzdem ein bisschen recovered und dir ein bisschen Schaden zugefügt. Deswegen ist es schon okay, aber verhöhne. Let's go. Sehr gut. Ich meine, ich könnte versuchen, mit Verzweifler dich jetzt hier zu besiegen. Aber Kurtel hat ja auch eine gute Death, ne? Das hat und schicke nicht den wildesten Angriff. Und Gabaflos ist halt auch noch da. Der ja, wenn du auf Gabaflos. Ja, okay. Ich meine, du gehst auf Kuddel, aber schau dir das an. Also, es war halt. Es war Crit. Ja, Schlapfel wird schwierig. Komm, Surfer. Hättest du mal besser Schlapfel gehabt. Irgendwas. Bis Pulverschnee. Freeze. Das kann ich freezen, ne? Ja, das kann ich freezen. Kann man Feuer-Pokémon überhaupt freezen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Jetzt bin ich. Na, nee, doch, vielleicht nein. Bodyguard? Bin ich jetzt Bodyguard, endlich mal von Crits doch geschützt? Oder ist es, dass ich nicht vergiftet werden kann oder so? Genau, dass du keine Statusveränderung bekommen kannst. Das müsstest kannst, du bekommen, bevor dein Dings Krafttrick. Bin auf Galopperfloss. Ich glaube. Achso, nee. Ich wollte gerade sagen, du wechselst damit. Ja, ich meine, der Verzweifler macht jetzt mehr Schaden, aber mein Angriff ist jetzt wild. Aber die Sache ist, ich bin schnell. Ah, das finde ich nicht ganz gut. Weil dann bekomme ich mich aus meinem Verzweifler raus. Aber geh jetzt nicht auf Kurtel. Warum gehst du dann auch nochmal auf Kurtel? Ja, es hat viel mehr Damage gemacht auf einmal. Wenn man denkt, dass ich vorhin einen Crit bekommen habe. Ja, das war, glaube ich, mehr Schaden als der Crit. Bitte nicht auf Kurtel. Oh, es geht auf Gabaflos. Auf beides ist eigentlich ganz gut, oder? Ja, natürlich machst du guten Schaden, aber ich wollte. Oh, dann noch das Death Drop. Ach du Scheiße. Aber ich wollte auf jeden Fall noch einen Angriff mit Kurtel jetzt rausbekommen. Ja, finde ich jetzt nicht so. Flammensturm! Oh nein! Kein Burn! Ich will mich auch nicht selber burnen. Das ist okay. Aber? Ja? Ja, das ist okay. Gönn nochmal. Ja, okay. Nein. Das ist okay. Aber jetzt lebst du noch eine Verzweiflerrunde, deswegen nehme ich das. Jetzt lebst du noch Nachspiel. Das wird ein Nachspiel haben, junger Mann. Galopperfloss ist schon echt cool, Alter. Wenn du jetzt Galopperfloss tötest, dann verlierst du, glaube ich, alle deine AP-Presence, dir das bewusst. Aber ich töte den jetzt. Wenn du jetzt mit Ist Galopperfloss tötet, kannst du jetzt bitte nicht auf Kurtel gehen, danke. Schade, aber ist okay. Der stirbt jetzt am Burn. Deswegen meine ich, ist der Burn halt nicht schlecht für mich, weißt du? Okay, naja, töte jetzt Galopperfloss, bitte. Gesang. Oh nein! Oh, Bodyguard! Stark. Oh, okay, gönn jetzt nochmal so eine Vertrauenssache, ja? Bitte nicht auf Shiggy. Ja, hallo. Shiggy, weißt man. Du, das ist einfach ein gutes Band zwischen den beiden, ne? Man. T-Bolt. So. Aussetzer. Oh nein! Das ist so wild. Ich glaube, der ging auf Shiggy, deswegen hat er nicht funktioniert. Auf Galopperfloss wäre der so wild gewesen. Auf Karpas war ich doch. Gefühlt, nee. Nicht so, aber ist okay, jetzt kommt Kamalm rein. Worauf ich jetzt wieder zurückkommen möchte, was du eben gesagt hast, ich finde Galopperfloss auch sau nice. Also ohne Witz. Ist ein süßer Schlapfel, ist eine. Vergiftet. Genau, eine Vergiftung. Und Patrott ist so eine. Das Problem ist, die Vergiftung ist halt richtig belastend. Die ist sehr belastend für dich, ja. Also dieser Timer ist schwierig. Ja, ich glaube. Ja, doch. Mogli. Jawohl, es funktioniert. Bist du auch nicht auf Kurtel, bitte lieb. Ach du Scheiße. Let's go. Come on. Nehmen wir mit, das Ganze. So, und jetzt kannst du auch gerne so einen Energieball bekommen. Felswerfer. Oh nein. Ich meine, der hätte gekillt. Das wäre ein ziemlicher Overkill gewesen und er hätte es runter aussetzen müssen. Aber Flora schon nicht schlecht gewesen. Angst gehabt, Alter. Ja, Poison ist sehr geil. Das macht halt so viel Schaden. Okay. Potrott ist eine Schildkröte. Krass. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass er keine Schildkröte ist. Ich glaube, Potrott ist ein Schimmel. Also es ist halt, wie Prez gesagt, beides. Deswegen kann man da kein Auge machen. Richtig. Und ich mache hier Auge auf eine ganz bestimmte Person, aber mal schauen, was mein letzter Name verbirgt. Na, ich Bellydrum! Mit der Vergiftung schwierig. Schwierig, aber wenn er jetzt noch einen Angriff rausballert, dann. Aber wenn ich jetzt einen Angriff rausballer, richtig. Eieieiei, ich stelle vor, so eine Kaskade auf Podrod oder so, der schön die nächste Gen. Schmeichler, oh nein. Ja. Auf plus wie viel geht der Present? Plus 1. Ach, er weiß es endlich. Pocktap. Natürlich, Leute. Aber ich bin nicht verwirrt wegen Bodyguard. Och nein, stimmt. Ja, gib's mir noch. Die zweite Ladung. Was? Einfach
Mann, das haben wir noch nie ein toxisches Gift auf. Was? Wie? Das, Alter, ich kann nicht mehr. Ach du Scheiße. Psychostoß auf Carapaz, bitte. Bitte auf Carapaz. Ja, auf Kamaim, oder? Carapaz. Ah, okay, gut. Okay, es war fast nix, Alter. Ach du Scheiße. Okay. So Kamaim. Alter, zwei Lagen Giftspitze, was ist denn da los? Ich wollte gerade sagen, yo, eine Giftspitze, die hat doch schon gelegt, da ist mir aufgefallen. Moment, die stacken ja. Nein. Und dann speichere ich auf den Bodyguard-Chef und er hätte so Angeberei auf Bodyguard bekommen, ja, oder so. Okay, bitte, boah, kein physischer Move. Blockbefehl. Nein, das bringt mir nicht so viel. Also, ist okay. Damit kann ich jetzt nicht. Wenn ich Erholung jetzt bekommen würde, wäre es broken. Das ist echt broken, ja. Oder du gibst mir so eine Flora-Kur, ne? Das wäre so sehr, sehr broken. Energieball auf Dingens Pixar. Ja, wollo. Eine Runde Pieks. Pieks. Nichts. Ja, das war nothing. Sehr viele KP. Okay, los, Schildkröte. Ja. Potrot hat auch so ein geiles, ja. Ich fahre auch Shiny Potrot, ja. Dreifach Axel. Auf Carapaz. Oh nein. Das macht halt nichts. Schau dir das an. Bewegt aber der aber Vergiftung. Ja, jeder Chip ist wichtig. Aber es macht halt trotzdem nicht viel. Ich muss jetzt eher so Energy Ball auf den bekommen oder so. Nee, das musst du überhaupt nicht. Erdanziehung. Oh, jetzt trifft auch noch alles. Ach du Scheiße, ich weiß nicht, ob ich das fühle. Kamaim, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich weiß nicht, ob ich das für fühle. Einen wilden Angriff namens Steinhagel. Stab. Nee. Kamaim, wir haben auf diesen Moment hingearbeitet. Nee, hab ich auch nicht. Diese Runde wirst du jetzt nutzen. Für die mächtigste Steinhagel-Attacke, die du je gesehen hast. Feuerwirbel, ja, follow. Ich meine, der wäre nicht schlecht. Aber ich sterbe. Ich sage auch, Potrot ist ja actually ziemlich gut, weil Potrot hat echt kack Base-HP. Also ja, da ein bisschen halt, Nightflam. Okay, ich habe keinen Boost bekommen, glaube ich. Ich bin auf Galapagos. Achso, auf beide. Ah, okay. Aber das ist bisher überhaupt nicht so gut, tatsächlich. Bitte töte Kamaim. Ich will nicht, dass du... Nein, Baumwollsaat. Bitte auf Carapaz, okay. Bitte auf Carapaz. Achso, auf beide, okay, sehr gut. Es könnte sein, dass Potrot schneller ist als Carapaz jetzt. Nee. Du bist auf minus Potrot 2, ne? Ja, Potrot ist richtig lahm. Der hat 5 Illid oder so. Warum ist Galapagos? Ach ja, der ist ja minus 3. Ja, Eiszeit. Killt es mit der Poison, ich hoffe. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das ist genau der Chip, den du brauchst. Es ist genau der und Chip, den du Drop brauchst. Jetzt könnte Potrot vielleicht langsam schneller sein. Oh nein, bitte sterb, bitte sterb, bitte sterb. 6 Kamaim gestirbt jetzt. Nein, Kamaim. Ja, let's go. So wichtig. Und jetzt kommt noch ein toxisches Gift raus. Alter, ich kann nicht mehr. Das ist halt. Also. Ich muss wohl anfangen, Punusbären zu spielen, Alter. Das geht hier so nicht weiter. Schlappel ist eine Schildkröte. Ja, Schlappel ist eine Schildkröte. Na klar. Lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen, diese Aussage. Ja. Schlappel, das Apfelkuchen-Pokémon, ist eine Schildkröte. Es sieht schildkrötenähnlich aus. Die Statur und alles drum dran. Der Kuchen könnte so der Panzer sein. Mega-Hieb. Ah, gut, Junge, ich wusste gar nicht, dass Tordonada so groß ist, Alter. Holy shit, schau dir mal im Vergleich zu Carapaz an, Alter, das ist doppelt so groß. Potrot ist echt jetzt schneller. Ja, sag ich doch. Eiszeit. Stromstoß auf Carapaz? Nee. Ah, auf schade. Das waren 2 KP. Junge, ich mach legit keinen Schaden. Also, ich bin so froh über die Vergiftung. Ohne die Vergiftung wäre ich, glaube ich, so lost gewesen. Ja, die Vergiftung ist so ohne gut. Feuersturm. Auf Potrot. Ja, perfekt. Und Galapagos steht da immer noch. Okay, der Burn. Aber ich wollte gerade sagen, Galapagos steht immer noch da und lebt, ja. Junge. Der lebt immer einfach noch. Der schaut einfach seinen großen Bruder an und denkt so, Wasserschrieken. Oh, Wasserschrieken. Okay, ist auf beide ganz gut. Das fünfmal. Ist auf dem sogar besser. Fünfmal. Nee, ach komm, Galapagos, gönn einmal. Gönn noch einmal. Wobei es ja nicht ist. So, Tornado war langsam ein bisschen schwierig für den. Ja, noch bin ich... in einer okayen Situation. Das Problem ist dein letztes Pokémon. Ja, ich habe halt noch einen Turtok. Das gefällt mir nicht so ganz. Der ist halt bulky wie sonst was. Ja, deswegen und Potro muss ja auch erstmal weg. Er muss ja erstmal wegbekommen. Himmelsfeger. Ich bekomme mehr Vergiftungsschaden und so. Ja, ich meine, du kannst mich flinchen. Du bist der Schnellste. Ich merke gerade, dass ich mir einfach die langsamsten der Schildkröten ausgesucht habe. Holy shit. Okay, gönn Drachenroute auf Carapaz. Ja, ich treffe jedes Mal die falsche, ne? Es ist unbelievable. Jedes Mal. Es ist wirklich. Ich mach ruhig, ja. Aber steiger dich hier nicht so sehr. Ich steiger dich nicht rein, ja. Aber durch den Burn, was du. Egal, komm, gönn jetzt einfach noch so ein Energy Ball. Giftschweif. Okay, ist egal, auf wen er geht. Ja. Wobei, nee, ich hätte gern die Poison auf Carapaz, glaube ich, gehabt. Nö. Immer nicht Giftfalle. Stell dir vor, ich hätte das jetzt so Giftfalle auf den. Das ist so stark. Du sagst, jetzt kommt sein Turtok rein, aber nicht Potrot besiegen. Ja, aber wie?
Ich meine, du kriegst den Himmelswege halt raus, ne? Das kriegst du halt safe. Richtig. Ich hoffe, dass der auch aber actually auf Turtok, glaube ich, geht. Ich glaube, ich will ihn lieber auf Potrot haben als auf Turtok. Ja, das willst du. Weil ich glaube nämlich, Turtok ist schneller sogar. Könntest du nicht Krafttrick mit Potrot bekommen? Das wäre jetzt nice. Ja, Turtok ist schneller. Lockduft. Okay, ich denke, dein Fluchtwert ist okay. Das ist actually gar nicht so schlecht. Kann immer nützlich sein. Sogar stark. Um besser zu treffen. Schön. Jetzt Himmelsfliege auf Turtok, weil ich will actually nicht, dass du Potrot flinchst. Es ist unbelievable. Ne? Jedes Mal, wenn ich will, dass du einen Mon nicht angreifst, dann greifst du es an. Und wenn ich einen Mon angreifen will, dann greife ich es nie an. Du musst Reverse Psychology anwenden. Ne? Du musst ja, glaube ich auch. Bitte greif Potrot an. Bitte greif Potrot an. Na gut, ich versuch's jetzt. Okay. Angebe rein. Ich bin auf plus 2, was richtig ist. Wenn du Steinhage bekommst, wäre wild. Und du hast noch eine gute Death. Das heißt, oh nein. Okay, jetzt mal, komm. Guten Angriff. Hornbohrer. Oh nein. Schon mein Leben an mir vorbeiziehen sehen. So, Gift macht langsam schon ganz guten Schaden, will ich mal sagen. Ja, ein wenig. Da habe ich, by the way, dass Erdanziehung plus Kau-Attacken nicht funktioniert, Leute. Dadurch werden ich irgendwie zu 100% Attacken. Okay, gönn. Hydro-Pumpe auf Kalpas. Drachenhute. Auf Kalpas. Mann, das funktioniert nicht, Preston. Es funktioniert nicht. Du hast zu spät gesagt. Doch. War zu spät. Unheilschwing. Oh, den Heal nicht. Ja, mit. Der heilt sich wieder auf hoch. Oh nein. Das geht auf beide, oder nicht? Ah, nee. Okay. Ja, guck mal, ich treffe immer die falschen Poren. Ich glaube glaub sogar, auf Turtok hat es mehr Schaden gemacht als auf Potrot. Potrot hat zwar nicht so viel HP, aber der hat halt weghaben. Ja, natürlich, aber du hast halt mehr. Gib bitte auf Kalpas. Ich meine, auf. Oh Mann, ey, ist so dumm. Es ist so dumm. Ich will mich hier nicht reinsteigern, okay? Aber! Ja. Amnesie, nein, das bringt mir auch nichts. Ja, aber es kann sein, guck mal, du bist jetzt schon 2 Runden durch die Verwirrung durchbekommen und du bist jetzt auf plus 2 Tank und plus 2 Spezialverteidigung. Die Sache ist halt, ich habe auch gar nicht mehr so viel AP. Der ist ja aber auch auf plus 2, der macht ja dann trotzdem guten Schaden so. Aber ist egal, Timo. Wenn ich gleich auf Verzweiflung komme und ich glaube, ich habe tatsächlich nur noch 1 AP vielleicht auf Karabas. Können jetzt Hydro-Pumpe. Krafttrick. Nein, nicht der. Wieso? Es ist trotzdem, glaube ich, nicht so gut für mich. Ich glaube, ich hätte lieber die Verteidigungswerte als den Angriffswert. Nee. Tortonato, komm, jetzt musst du noch irgendwie krassen Stuff machen. Tuchtrick noch. Spezialverteidigung des 2 ist auch nicht so kacke, ja. Okay, Karapaz. Ich glaube, du hast nur einen Angriff. Deswegen, gönn dir das. Also, wenn Steinhage kommt, habe ich verloren, ne? Na, ich glaube nicht, dass das killt. Metallstoß. Auf Twitter. Ach, kacke. So, komm schon. Und er ist nicht verwirrt, genau das meine ich. Nein, Preston, ich habe meine Verteidigung getauscht. Mein Angriff ist jetzt meine Verteidigung. Ja, trotzdem. Eisana, auf Potrot. Kein Freeze. Das macht echt nicht so viel Schaden. Ah, und eine Krambobeere wahrscheinlich auch noch. Ich habe tatsächlich die Krambobeere und ich bekomme den Angriffsboost. Oh, nee, die Schildkröte ist jetzt auch gleich down. Langsam wird es doch schwierig für dich. Ich meine, ich müsste jetzt einen Donnerblitz auf Orange bekommen. Ja. Das wäre wild. Und ich eine Hydro-Pumpe auf Kalpas. Nee. Das Heuler. Nicht so okay, Heuler. Actually, den nehme ich. Den nehme ich das sehr, sehr gerne. Das könnte echt gut sein, ja. Dieser Angriffsjob könnte echt nehmen. Ich glaube, der ist nicht schlecht. Oh, schwierig. Schmacko, Schmatz. Alter, diese Vergiftung, ne? Weil du hast Tortonato gefühlt gar keinen Schaden gemacht. Ich habe auf nichts Schaden gemacht, Present. Aber diese Vergiftung. Siehst du dieses Kalpas, was da schon seit Runde 1 steht? Ich. Schon Critter. Nämlich okay. Auch. Trinus auch noch. Ach, du Scheiße. Und der Ach, du okay, Kacke. Jetzt komm. Steinhagel, jetzt ist der Moment für. Ich glaube, du kannst aber. Moment. Blattgeist, bitte auf Kalpas. Auf Tornado? Es gibt es nicht. Es ist so dumm, Preston. Aber ich glaube, ich bin ein Verzweifler, Timo. Ich bin sowieso ein Verzweifler. Besieg Turtok. Aber ja, ich sterbe an der Vergiftung. Sterben beide? Ja. Sterben wirklich beide? Alter. Ich muss so reinschwitzen. Ich habe eigentlich nur Schmutz bekommen. Durch die Giftspitze habe ich gewonnen. Das war so ein Rotz für mich eigentlich. Ach du Scheiße. Was ein Stress. Nichts gemacht. Nur Kackattacken gegen Kack-Pokémon bekommen. Ah!